Huhu Leute, ich bin Flascho, willkommen zu Let's Play Bioshock. Heute mit einer interessanten Episode. Ich werde euch einen kleinen Trick zeigen, den ich ja im letzten Video schon angekündigt habe. Es geht auch direkt los hier bei diesem Big Daddy, den ich anschießen werde, sodass er sauer wird und er mir hoffentlich folgt. Ich werde ihn jetzt hier ein bisschen ziehen, mal gucken, ob das klappt. Da ist er. So, ich hoffe, er kommt jetzt hier auch durch die Tür. Genau, kommt er. Ich hoffe, er folgt mir jetzt hier. Genau, da ist er. Sehr gut. Mal weiter, immer mal wieder anschießt, damit er auch wirklich hinter mir bleibt und kommt. Genau, da kommt er. Sehr gut. Und den anderen Big Daddy haben wir hier nämlich auch. Den werde ich jetzt hier auch anschießen und dann einfach diesen Big Daddy enragen, genauso wie diesen da. Und dann diese beiden Big Daddies hier gegeneinander kämpfen lassen. Ich glaube, da ist Enrage gerade ausgegangen. Aber die kämpfen immer noch gegeneinander, oder? Ja, jetzt bekämpfen sich die beiden Big Daddies, sehr gut. Und jetzt gucken wir hier einfach zu, wie die sich bekämpfen. Ich hole schon mal den ionischen Schrot raus. Und dann, um dann den zu erledigen, der da überlebt von den beiden. Ich habe jetzt zwar ein paar Lebenspunkte verloren. Aber egal, das ist es wert. Ich glaube, wenn ich mich mit beiden Big Daddies einfach so angelegt hätte, würde ich mehr Lebenspunkte verlieren. Von daher ist das jetzt völlig in Ordnung. Und ihr seht zwei Little Sisters da. Das heißt, sobald die Big Daddies hier erlegt sind, kann ich direkt zwei Little Sisters looten. Darum brauchte ich auch im letzten Video, musste ich mir halt dieses Plasmid Enrage, also Thorn, holen, damit das hier überhaupt geht, damit die Big Daddies gegeneinander kämpfen. So, der eine ist gleich kaputt. Der rechte hier. So, das war's für den ersten Big Daddy und den zweiten holen wir jetzt auch direkt weg. So, ich glaube, das war's. Jetzt war's das. Jetzt haben wir hier nämlich zwei Big Daddy, Little Sisters, die wir hier ausbeuten können. Und das machen wir auch direkt mal. Wunderbar. Tja, so leicht geht's. So schafft man es ganz leicht, an zwei Little Sisters zu kommen, ohne wirklich viel Munition ausgeben zu müssen und vor allem ohne viel Lebenspunkte zu verlieren. Klasse, oder? Das war's. Für die erste Little Sister und die zweite holen wir uns jetzt auch direkt. Jetzt haben wir direkt zwei von drei Little Sisters, die es in diesem Level hier gibt, ausgebeutet. Oh yeah! Da ist der Wurm. So, und schon haben wir 360 Adam. Jetzt untersuchen wir hier noch die Rosies und die Nietenpistolen von denen. Und sind jetzt wieder bei, 500 Dollar. Also hier sind wir die Spritze von den kleinen Little Sisters. Klasse. Dann haben wir das jetzt nämlich hier auch schon mal fertig. Und im letzten Video haben mich einige Leute darauf aufmerksam gemacht, dass hier eine Eve-Spritze liegt. Die holen wir uns natürlich auch direkt. Danke für den Tipp. Also falls euch Sachen auffallen, könnt ihr mir natürlich immer gerne sagen, wenn ich irgendwas übersehe, damit ich es mir noch hole. Und was auch aufgefallen ist, ich habe vergessen, ein Tagebucheintrag vorzulesen, nämlich hier lag eine Leiche und in dieser Leiche war ein Tagebucheintrag, den habe ich vergessen vorzulesen. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich den hier finde. Neptune, nee, halt, falsch. Neptunes Bounty. Und ich weiß gar nicht, welcher das war. Komm nach Hause, das haben wir schon. Ich glaube, das hier haben wir noch nicht. Hören wir uns das einfach mal an. Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitternacht abgeholt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen, oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 5380. Da haben wir es. Jetzt haben wir den Code gefunden, den wir für diese eine Tür brauchten, die wir ja bereits gesehen haben. Da kamen wir nicht durch, weil wir den Code nicht wussten. Jetzt haben wir ihn hier gehört. Es geht weiterhin hier den Machtkampf zwischen Fontaine und Ryan. Ryan und Fontaine. Und da gibt es wohl einen Typen, der heißt Timmy, der hat wohl irgendwelche Informationen. Und sie wollen ihn befragen im Keller und der Code ist 5380. Darum gehen wir jetzt auch direkt mal dahin, wo wir das letzte Mal waren. Und werden dann diesen Code eingeben, damit wir das nämlich schon mal fertig haben. So. Was nehmen wir für ein Plasmid? Incinerate, oder? Ja, das holen wir raus. So.
So, ich glaube, ich wechsle jetzt aber wieder hier meine Plasmide, und zwar nehme ich... Ach, was soll's, wartet mal. Ich kann doch jetzt hier, ich habe so viel Eve, so viel Adam, ich kann mir doch jetzt hier einfach einen neuen Plasmid-Slot kaufen, so. Und jetzt tue ich hier nämlich einfach Electrobolt rein. Ne, Electrobolt will ich hier haben, glaube ich. Ja, bla bla bla, das will ich mir jetzt nicht angucken. So. Und jetzt wechseln wir das nämlich nochmal einfach hier und können jetzt einfach trotzdem Zorn mitnehmen in diesem Slot hier. Na. So. Ha! Jetzt haben wir nämlich einfach alle unsere Plasmide, die wir haben, mit. Klasse. So. Der Mensch braucht eine Vision und einen Vordenker. Wer hat das gesagt? Hände hoch! Achso, ich habe immer noch den ionischen Schrot. Gut, das muss ich eben ändern. Moment. So, jetzt haben wir wieder den normalen Schrot. Kartoffelchips. So. Und dann gehen wir jetzt mal ganz schnell. Hey, wieso ist denn jetzt Telekinese auf 1? Das will ich doch gar nicht. Ach, scheiß drauf. So. Was hat der noch? Achso, nur Pistolenmunition, gut. Ist alles egal. Das war nochmal der Code 5380, oder? Ich guck das nochmal nach eben. Nein, ich klick immer aufs Falsche, meine Fresse, so. Timmy H. 5380, ja. Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitte 53? Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen oder Fontaine wird Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von fertig. Und dann geht die Tür auf. Oh yeah. So. Dann gucken wir jetzt mal. Hat hier gerade noch was geblinkt? Achso. MG-Patronen, ne, brauchen wir nicht. So. Schmugglerkiste, ist nichts drin. Was haben wir hier hinten noch? Da ist noch was. Holen wir mit. Telekinese. Schrot. Okay, haben wir voll. Was liegt da noch? Pistolenmunition brauchen wir auch nicht. Sonst noch irgendwas. Kuchen mit Krebsfüllung und nehmen wir natürlich. Und sonst scheint da aber nichts weiter zu sein. Nee. Gut. Dann hören wir uns jetzt, würde ich mal sagen, hier diesen Tagebucheintrag an mit dem Verhör von Timmy H. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm den Crossbow, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Wow. Also dieser Machtkampf zwischen Ryan und Fontaine geht so weit, dass jetzt sogar schon Leute gefoltert werden. Hier, das scheint Timmy H. zu sein, der hier von von Ryans Männern verhört worden ist und gefoltert werden ist, damit er Fontaine verrät, hat er aber nicht gemacht, weil nämlich Timmy anscheinend viel mehr Angst vor Fontaine hat als vor Ryan. Interessant. Also, hier bei Enrapture sieht es wirklich nicht gut aus. Dafür, dass das erst so eine tolle Stadt sein sollte, wo alles perfekt ist, werden jetzt sogar schon Leute umgebracht hier, weil die Leute an Macht wollen. Also ich guck gerade mal, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Verbandskästen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Nee, eigentlich brauche ich hier nichts von. Nee, 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 nee. Und wir haben auch gerade das erste Mal Explosivschrot aufgesammelt. Wie ihr seht, 4 Schuss Explosivschrot habe ich jetzt hier. Aber den werde ich erstmal nicht benutzen. Ich bleibe erstmal bei dem normalen Schrot. Und gehe jetzt auch da oben weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, denke ich. Oder gehe ich erstmal hier unten weiter? Ne, ich glaube, ich gucke erstmal hier unten, weil jetzt, wo der Big Daddy weg ist, können wir hier auch in Ruhe dann das hier alles untersuchen. Hier wollte ich ja am Anfang nicht kämpfen, aber jetzt gucken wir uns das hier einfach mal an, was es hier alles gibt. Was ist das hier? Das hier was zu sagen?
Okay, irgendwie Alarm. Hier können wir auf jeden Fall nicht lang. Oh, irgendwas schießt da auf mich. Ein Turret. Was da? Oh, da ist ein Plasmid, ein Tonikum ist da. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall hin. So. So, sehr gut. Jetzt muss ich irgendwie an diese, an dieses Turret da hinten kommen, ohne zerballert zu werden. Aber ich glaube, hier unten ist auch noch ein Turret. Also da muss ich echt aufpassen. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier runterkomme. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Da ist das Turret, da ist es. Zack. Ich wusste, dass hier eins ist. Und dann hacken wir das nämlich. Dann haben wir das nämlich schon mal weg. So, jetzt irgendwie, wie kommen wir am besten nach da oben? So. Dann gehen wir auch diesen Weg. Ein waagerechtes bitte. Genau das. Und noch ein... Nee, gar nicht. Jetzt muss ich hoch. So. Jetzt. So. Waagerecht. Und jetzt nach oben. Zack. Und noch eins. So. Das dürfte es gewesen sein. Für das Turret. Sehr gut. So. Und dann haben wir hier sogar noch ein Tagebucheintrag. Und jetzt schießt unser Turret auf das andere Turret. Die lassen wir sich jetzt erstmal gegenseitig bekämpfen und hören uns den Tagebuchantrag an. Bis auf Weiteres sind alle Taukugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art gigantisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sich weiter melden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Ah, okay. Ryan hat hier die Tauchkugeln sperren lassen. Allerdings nur für bestimmte Leute. Alle anderen, beziehungsweise bestimmte Leute können die noch benutzen und alle anderen nicht. Allerdings sind diese Sicherheitsschlüssel wirklich schlecht. Und es kann im Prinzip trotzdem noch weiterhin jeder die Tauchkugeln benutzen. So. Da war ein Nitro-Splicer, den ich direkt ganz schnell weggehauen habe. Guck, was ist denn jetzt die verdammte Leiche? Ach, hier. Oh, da war Kaffee bei. So. Das geht mir jetzt voll auf den Sack. Ach du Scheiße. Da ist irgendein Splicer, der sogar einen Sicherheitsspot bei sich hat. Braucht Telekinese, glaube ich. Oh, wo kommen die denn jetzt alle her? Was geht denn hier ab? Jetzt einfach möglichst schnell wegmachen, weil mich hier gerade alles anschießt. Aua. Was geht hier ab, ey? Okay, ich brauch das Telekinese-Plasmid, um den hier wegzumachen. Komm, werf, werf! Genau. Zack. So, das Ding, wo ist denn jetzt... Da ist der Bot, so, der ist schon mal weg. Und das ist auch weg, cool. So, dann hätten wir... Ne, doch nicht, der lebt noch. So, jetzt lebt er nicht mehr. Mann, was war denn jetzt hier gerade los, ey? Wo kamen auf einmal die ganzen Gegner her? Und vor allem, warum kamen die alle gleichzeitig? So, das war's. Da haben wir noch einen Big Daddy. Hä, hier muss noch irgendwo einer sein. Aber ich weiß gerade nicht wo. Ist mir auch egal. Ich gucke mir jetzt erstmal an, was das hier für ein... Tonikum ist. Medical Expert verbessert ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund, den Medical Expert. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Mal gucken, was haben wir jetzt hier? Hackers Delight oder Evelink? Ist eigentlich beides gut. Ich weiß nicht, soll ich irgendwas davon rausmachen? Hackers Delight? Ich bin eigentlich froh, dass ich so gut hacken kann. Und ich meine, mehr Gesundheit durch Verbandskästen brauche ich eigentlich nicht, oder? Dann machen wir erstmal in Genbank lagern und benutzen den Delight erstmal nicht. Sondern, kommen die alle her? So. Dass die hier auch alle immer mit so 1000 Leuten kommen müssen, das gibt's doch nicht. So, wo sind die anderen Viecher? Hier um die Ecke, dann holen wir uns die jetzt mal. So. Zack. Problem gelöst. Alles eingesammelt. Noch einer, ey. Übertreibt man nicht, Leute. Boah, da habe ich voll in die Fresse gekriegt.
So, das war's. Für den Nitro-Splicer hier. Da habe ich Splittergranaten 3 Stück gefunden. Cool. Das ist natürlich nice. Ah! Der Little Sisters Bug. Seht das? Ich habe, jetzt mach ich mal kurz auf Pause. Ihr seht, hier in diesem Level gibt es 3 Little Sisters. Und ich habe bereits 2, allerdings die letzte Little Sister ist, glaube ich, ganz woanders. Das ist nicht die hier. Und ich habe euch ja gesagt, es gibt einen extra Little Sisters Bug. Da spawnt eine Little Sister einfach neu, obwohl sie eigentlich gar nicht sollte, obwohl sie schon gelootet ist. Und das ist diese Little Sister. Die ist jetzt hier einfach neu und sollte eigentlich hier gar nicht sein. Das ist halt ein Bug, den es hier in Bioshock in 2 Leveln gibt. Einmal hier in Neptune's Bounty und dann, glaube ich, noch in Arcadia. Darum kann ich jetzt hier im Prinzip an eine Little Sister kommen, die ich eigentlich gar nicht kriegen sollte, weil die Little Sister habe ich ja bereits. Hier war ja schon ein Big Daddy, den ich dann nach da oben gelockt habe, wo ich dann die Big Daddies gegeneinander kämpfen lassen habe. Das heißt, die ist jetzt hier neu, obwohl sie gar nicht da sein sollte. Ich weiß nicht, ob ich diesen Bug jetzt ausnutzen soll, weil eigentlich, ja, bin ich nicht so der Fan von Bug-Abusing. Darum werde ich die Little Sister jetzt auch mehr erstmal in Ruhe lassen. Ich denke mal, die wird nicht abhauen, die ist jetzt hier. Und falls ich die immer noch brauche, kann ich ja immer noch dahin gehen. Aber ich gehe jetzt hier erstmal weiter. Ich finde es jetzt witzig, dass ich euch jetzt hier diesen Bug sogar zeigen konnte. Passt ja eigentlich ganz gut, dass ich davon erzählt habe und ihn jetzt sogar wirklich zeigen kann. Ich werde jetzt hier noch in Ruhe die ganzen Leichen looten und hier untersuchen, was es hier noch so gibt. Und dann ist die Episode für heute dann auch fertig. So, Bandagen. So, sonst haben wir hier aber, glaube ich, nichts Interessantes. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Propangasflasche. Die merke ich mir, falls ich doch gegen den Big Daddy da hinten kämpfen möchte. Dass hier eine Propangasflasche liegt. Irgendwas schießt da schon wieder auf mich. Wunderbar. Also wo gerade die ganzen Splicer herkommen, habe ich nicht so richtig verstanden. Aber ist auch egal. Wo ist der denn? Ach, da hinten steht er. Ist das wieder ein Nitro Splicer? Ich weiß es gerade nicht. Sieht aber fast so aus. Gut, dann komm mal her. Du wärst der Kleine. War's das schon jetzt? Ja. Hey, keine Ahnung, wie ich den jetzt gekillt habe. Ist aber auch scheißegal eigentlich. Ist Little Sister noch bei dem? Ne, er hat sie gerade abgegeben. Okay, dann müssen wir, wenn wir gegen den kämpfen wollen, eh warten, bis die Little Sister wieder da ist. Ich werde hier jetzt aber erstmal eine Pause machen. Wir haben jetzt hier unten auch endlich alles erforscht. Das heißt, unten ist im Prinzip alles fertig. Ich kann es mal hier zeigen. Unter Rakai haben wir. Ich zoome mal heraus. Das heißt, ab morgen geht es dann hier oben weiter. Wir sind ja hier schon nach oben gegangen. Das heißt, ab morgen geht es dann hier irgendwo weiter. Entweder mit dieser Treppe nach links oder erstmal hier unten weiter. Ich weiß es nicht genau. Hier können wir auf jeden Fall noch nicht hin. Hier in das mittlere. Weil da müssen wir erst in diese Fischfabrik rein. Da müssen wir erst die Kamera holen. Darum geht es dann im nächsten Video nach hier oben, wo hier Ziel steht, ganz links. Und ja, da machen wir dann weiter. Ich verabschiede mich erstmal von euch und wir sehen uns dann übermorgen wieder mit Let's Play Bioshock. Ciao, Leute.